Ja, hallo, da bin ich wieder mit Bärbels Mohn und Dekolletin. Manche, so Angelika, Claudia, Elfie und die, haben mich vermisst. Hallo, ihr drei. Ja, ich war im Urlaub. Ich wollte es nicht vorher sagen, weil wir hatten uns ganz schlecht abgestimmt mit unseren Nachbarn. Hier war die, wir haben ja ein Reihenhaus, die ganze Reihe war fast leer und das wollte ich nicht so unbedingt ins Netz stellen. Sonst hätte ich euch Bescheid gesagt, dann hättet ihr mich nicht vermissen müssen. Ja, nun bin ich wieder da. Ich war in China, wollte ganz viel Eindrücke mit Pflanzen und was weiß ich da mir holen, aber leider gab es da sowas gar nicht. Die haben alles mit fleißigen Lieschen und Petunien und ansonsten gibt es kaum was Exotisches. Ein paar Bilder habe ich gemacht, die hänge ich an diesem Film hinten dran. So, mein Garten sieht auch noch ganz wild aus, da kann ich euch auch noch nicht zeigen, aber bei mir hat sich heute Besuch angekündigt und ich wollte mal ein schnelles Gesteck machen, das wollte ich euch dann zeigen. Und zwar habe ich mir ein bisschen was aus dem Garten geholt. Ich hatte mir vom Aldi diese 10 Rosen geholt und das andere habe ich mir alles abgeschnitten und will gleich mal gucken, was ich hier hinkriege. So, das steht heute hier nicht unter so einem guten Stern. Meine Kamera hat jetzt schon zweimal den Geist aufgegeben. Ich hoffe, dass beim dritten Mal klappt es. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen vorgearbeitet. So, ich habe den Steckschwamm befeuchtet und habe hier gerade schon mal angefangen, von den Pfingstrosen so ein bisschen von dem Grün rundherum zu stecken. Das mache ich jetzt mal weiter, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. So. Jetzt schon mal abgedeckt. Ihr seht, habe ich rundherum einmal so gemacht. Dann werde ich jetzt von meinem Rhododendron hier hinten einfügen. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen weiter und stelle das nachher ein bisschen schneller, damit ihr nicht so lange zugucken müsst. Ich versuche mit der Pfingstrose jetzt hier so ein bisschen Höhe zu bekommen. Und habe hier so abgeschnittenes Zeug von so einem Busch. Das fand ich ganz besonders schön hier. Das stecke ich an der Seite rein. Dann sieht das schon mal so aus. Ein bisschen halten. So, dann muss ich meine abgeschnittenen Blumen hier zusammensuchen. Hat die Kamera mir ja was eingebrockt. Zwischendurch. Ich versuche jetzt hier immer so ein bisschen unterschiedliche Höhe hinzukriegen. So, nach unserem Urlaub ist bei uns hier, klappt alles nicht, noch nicht mal meine Kamera. Heizung ist kaputt. Aber ihr kennt sowas sicherlich auch. So. Das ist jetzt eigentlich schon alles, was ich machen wollte. Mal gucken. Seite rein.
schon alles für mein schnelles Gesteck. So sieht das dann aus. Ich richte das noch ein bisschen und zeige euch nachher, wie das auf dem Tisch dekoriert ist. Ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen. Das ist ja alles nur, außer diese Rosen, alles aus dem Garten, was da jetzt gerade so ist, was ich so hatte. Bis demnächst. Tschüss.